Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, dass mit den kurzen Eisen, da rede ich Sandwich Pitching 9, 8, die Schläge ins Grün, wenn du ein Rechtshänder bist, ist Tendenz immer links. Also wenn das Grün nicht getroffen wird, 80% der Zeit liegt der Ball irgendwo links vom Grün. Das ist eine Tendenz. Und dann je länger der Schläger, die Fairway-Hölzer, lange Eisen und vor allem Driver, Tendenz ist dann irgendwo rechts vom Fairway oder rechts vom Ziel. Und Folgendes kannst du tun, falls du auch diese Tendenzen hast. So, du könntest natürlich dich entsprechend ausrichten. Für die kurzen Schläge mehr nach rechts, das tun viele Golfer, und die langen Schläge mehr nach links. Aber du weißt es selber, je mehr du kompensierst, desto mehr müsst du diese Kompensation ausgleichen. Dann bist du gezwungen, falsch zu schwingen. So, ich schlage vor, du stehst immer gerade, dass du dich richtig ausrichtest. Was du tun solltest, ist an deinen Griff zu arbeiten. Das bringt so viel und das hat auch meinen Schülern live auf dem Platz geholfen. Ich war auf dem Platz, ich konnte ihnen sagen, du tue Folgendes. So, Folgendes habe ich ihnen gesagt bei den kurzen Eisen. Bei den kurzen Schlägen ist es meistens okay, wenn die linke Hand, die obere Hand so bleibt, wie sie ist, aber die rechte Hand, dreh sie nach innen. Übrigens, das gilt auch für kurzes Spiel. Es ist viel besser beim kurzen Spiel, Bunker, Pitchen, Chippen, einen schwächeren Griff zu haben. Dann kannst du den Schläger nicht schließen, dann kann der nicht hängen bleiben. So ein schwacher Griff hilft. Wenn du das tust bei den kurzen Eisen und der Ball fliegt immer noch nach links, dann dreh die linke Hand auch nach links. So, als ich das meinen Schülern gesagt habe, und das geht seit 25 Jahren, dann sagen sie mir sofort, wohin, das fühlt sich furchtbar an, das kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht ausholen. Ich weiß, ich habe selber das vor vielen Jahren geändert, da muss man einfach durch. Und nach ein paar Tagen, Wochen, glaub mir, du wirst dich so bequem anfühlen. Und schau bitte, wie die Profis das tun. Du wirst sehen, dass das V zwischen Daumen und Zeigefinger zum Kinn zeigt. Okay, so bitte, mach das beim kurzen Spiel auf jeden Fall und bei den kurzen Schlägen ins Grün. So, Driver, du hast jetzt einen Driver und der Slice kommt, der Rechtsball kommt. Da musst du einen anderen Griff verwenden. Ja, es ist notwendig, dass du, wenn du in Golfrunde spielst, zwei verschiedene Griffe verwendest. Vielleicht denkst du, ach, und was sagst du jetzt? Aber das ist wirklich notwendig und das geht. So, bei den längeren Schlägen, da dürfen die Vs zwischen Daumen und Zeigefinger bei der linken Hand und bei der rechten Hand etwas mehr nach rechts zeigen. So, was ich meinen Schülern sage, ist, lass mal die Vs auf die rechte Schulter zeigen. Okay, und dann ist es so viel einfacher, die Arme zu rotieren. Das passiert von alleine. Bitte, ich möchte nicht, dass du das bewusst tust. Das muss von alleine passieren. Und das wird es, wenn dein Griff so ist. Okay, zusammengefasst, die kurzen Schläge ins Grün. Da brauchst du einen schwachen Griff. Faust zeigen zum Kinn. Und dann die langen Schläge mit Driver etc., um den Slice, den Rechtsball zu vermeiden. Da dürfen die Faust nach rechts zeigen. Und dann richte dich auf jeden Fall gerade zum Ziel aus. Ich denke, dieses Video ist sehr, sehr wichtig, praktisch und wird dir helfen. Falls du es noch nicht gemacht hast, würde ich mich super freuen, wenn du Wohnhotry Golf abonnierst und wenn du mit mir auf eine Golfreise kommen würdest. Ich habe in den nächsten Monaten mehrere Reisen vor. Es gibt ein, zwei Plätze noch frei. So, schau bitte unter dem Video. Ich würde mich wirklich freuen, dich bald zu sehen.